Arr, ihr Küstenschiffer, weiter geht es mit Retsch. Ich habe jetzt gestern, es ist ein neuer Tag, ein bisschen gefarmt, weil ich habe nach dem Fisch gesucht für die Köder, den ich dann auch endlich gefunden habe. Und da dachte ich mir, komm, da kann ich auch gleichzeitig ein bisschen farmen. Und wir können fast einen neuen Rumpf holen. Uns fehlt leider nur noch ein Edelmetall. Und ich habe gerade noch, also gestern beim Fischen, ich habe dann abgespeichert, diesen Fisch hier gefunden. Das sieht sehr eklig aus. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Und wir nehmen dann gleich die Köder und legen dann mal los. Wir verkaufen das jetzt erstmal. Die Musik ist gerade wieder sehr laut. Ah. 29 gibt er nur. Okay, sieht auch ein bisschen widerlich aus. Verstehe ich ja. So, dann krallen wir uns die Köder. Eins. Zwei. Und den. Ach ja, und ich habe hier den hier gekauft, aber ich kann den irgendwie nicht montieren. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich die dann erst abbauen muss einmal. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Weil. Dranbauen kann ich ihn nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe auch gesehen, ich glaube, wenn man den so einbaut, könnte man auch den Dreifacher reinpacken. Ich bin mir aber nicht sicher, aber das probieren wir ein andermal. Wir sind ja jetzt erstmal auch schnell genug. Ich glaube, wir legen uns noch mal kurz schlafen. Oder warte mal, Werft, hat die vielleicht den so ein Edelmetall zum Kaufen? Ja, nice. Perfekt. Holen wir uns das auch. Wir haben eh genug Geld. Der Bam verkauft die Sprengladung. Dann können wir die auch noch kaufen. Ja, dann. Okay, nice. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Perfekt. 1500. Okay, das war's dann doch mit dem Geld. Okay, da. Ups. Okay, ich verstehe. Aber so sind wir dann nochmal stärker. Ja, geil. Dann können wir uns direkt hier nochmal mehr Antrieb, würde ich sagen. Finde ich am wichtigsten. Haben wir hier was im Lager? Ich glaube, das ist nur Holz und Schrott, wenn ich das richtig sehe. Bei meinem Namen noch drei Schrottteile hier. Auch wieder ein bisschen mehr Platz im wunderbaren Lager. Okay. Oh ja, das ist riesig geworden. Das ist wirklich riesig. Nice. Okay, was mich nur wundert, ist, dass wir hier so wenig Antriebe haben. Das sind die letzten. Wir können noch zwei Antriebe bekommen und das war's. Okay. Naja, gut, dann. Schlafen wir. Ausgeruht jagen wir den Monstern jetzt aus diesem Gewässer hinaus. Ich glaube, wir nehmen auch direkt diese Fertigkeit in Bann. Da ist es schon. Es ist auf der Lauer, weil es keinen Bock darauf hat. Inspizieren. Wop, wop, wop. Okay. Ha! Mission aktualisiert. Nice. Also ein Viech müsste ja jetzt erstmal weg sein, oder? Im Inneren befindet sich der Kadaver eines Geistfressers. Oh mein Gott, ist das groß. Aber wir sind ja jetzt auch größer geworden. Wir sind gewachsen. Hier als Antrieb. Der Rest des Kadavers versinkt. Okay. Nein! Warum ist hier eine Wand hingekommen?
Warum hat sich da jetzt... Warum... Hä? Na toll. Können wir noch die Eile benutzen. Aber die Monster werden, die Geistfresser werden ja jetzt immer noch hier sein. Mist. Ja, wo ist die Falle? Da ist sie. Noch sehe ich kein Monster. Sehr gut. Und da kommt es. Schnapp zu. Sehr gut. Der hat's aber auch drauf mit dem Zielen, ne? Muss man ja mal so sagen. Lecker. Der Rest des Kadavers, er versinkt. Das nächste ist hier, dann kommen wir ja... Probieren wir nochmal von hier aus reinzugehen, ne? Nur keinen Bock, die Pilze zu rammen. Boah. Das war knapp. Ach, guck mal, da ist es doch schon. Nice. Ups. Da haben wir den letzten Kadaver gefunden. Nice. Okay, perfekt. Der Rest des Kadavers versinkt. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten? Zu dem guten Mann. Ich glaube so. Ja! Hallo, ich habe es geschafft. Also wir. Wie läuft es so? Ich habe da den Kadaver einer Kreatur, den ich dir zeigen will. Dann wollen wir mal sehen. Du reichst dem Flieger den zerfetzten Fleischklumpen. Er ist nahezu formlos, doch ihr wisst beide sehr gut, zu wem er nur gehört haben kann. Er stochert mit seinem Messer in dem gummiartigen Fleisch herum. Er scheint zufrieden zu sein. Ja, das war mal eins dieser Biester. Wir machen Fortschritte, aber es gibt noch viel zu tun. Oh, du hast noch mehr? Du lässt das Fleisch fallen und er sticht ein paar Mal mit dem Messer hinein. Er wabbelt ein bisschen, es wabbelt ein bisschen. Und wieder einer weniger. Jetzt bleibt nur noch einer. Bringen wir es also zu Ende. Oh, du hast noch mehr. Du wirfst den blutigen Kadaver dem Flieger vor die Füße. Seine Augen glitzern vor sadistischem Vergnügen. Er beugt sich hinunter und sticht mit dem Messer in das weiche Fleisch. Es teilt sich unter der Klinge und gibt den Blick auf einen metallischen, glänzenden Gegenstand frei. Er reißt den Gegenstand aus dem Fleisch der Kreatur und hebt ihn hoch. Du erkennst, dass es eine Halskette ist, überzogen vom blutigen Schleim. Nun, Fischermanns Glück für dich, ey.
Dafür wirst du von einem Sammler ein hübsches Sümmchen bekommen. Hier, warum nimmst du es denn nicht? Okay. Er tritt vor dem Kadaver zurück. Sein Gesichtsausdruck wird melancholisch. Tja, das war's dann wohl, schätze ich. Was willst du jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich würde dich bitten, mich von hier wegzubringen, aber das hier ist mir doch zu einer Art Heimat geworden. Was? Es fühlt sich nicht richtig an, meine Brüder hier zurückzulassen. In der Zwischenzeit könnte ich spezielle Köder für dich entwickeln. Das würde deine Erträge erhöhen. Kannst du für mich ein paar Köder herstellen? Hier, das ist von dem anderen Köder übrig geblieben, den wir gemacht haben. Okay. Fähigkeit freigeschaltet, Köder. Wirf ein Köder ins Wasser, um lokale Arten anzulocken. Richtig, jetzt könnten wir wieder etwas Frisches machen. Ich brauche zuerst etwas Fisch. Jede Art kommt in Frage, aber je mehr du mir bringst, desto mehr Köder kann ich machen. Ah, okay. Du hast mir nicht genügend Fisch gebracht. Ich kann also keine Köder für dich machen. Ja, ist ja gut. Ist das die Halskette, die wir brauchen? Ich glaube ja. Nice. Ja, jetzt hoffentlich kriegt er jetzt keinen Schreck. Wir manifestieren uns mal. Jo. Da sind wir doch wieder. Du betrittst das Haus. Du hast die prächtige Halskette bei dir. Der Sammler bemerkt sie beinahe sofort. Ein herausragender Fund. So etwas verlangt nach einem Ehrenplatz in meiner Sammlung. Er wischt mit der Hand über einen zugerümpelten, staubigen Tisch, in dessen Ecken sich Kerzenwachsreste sammeln. Er platziert die Halskette vor sich auf dem Tisch. Und ich nehme an, du erwartest jetzt eine Belohnung dafür. Öffnet er das Buch. Staub wirbelt auf, als er daraus vorliest. Du fühlst dich plötzlich schwach, aber du stehst da wie angewurzelt. Deine Knie drohen nachzugehen. Als er zu Ende gelesen hat, spürst du, wie das Blut langsam zurück in deine Beine fließt und deine Brust von einem Gefühl der Stärke durchströmt wird. Wir sind so nah dran, es fehlt nur noch eines. Ich schlage das jetzt nur ungern vor, aber die Abyssalebene vor dem Teufelsgrat ist ein vielversprechender Kandidat. Dort würde ich mein Glück versuchen. Ich markiere eine Stelle auf der Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Okay. Woher weißt du, wo diese Relikte sind? Meistens nicht, aber ich lese das Meer. Die Wogen, die dem formlosen Gestalt verleihen. Das Flüstern der Wellen, die ihre Geheimnisse dem Lauschenden preisgeben. Und ich spreche zu den Strömungen, die sich an alles erinnern, was sie mit sich gerissen haben. Mhm. Bist du ein Mensch? Deine Frage wird mit einem durchdringenden Blick beantwortet. Nun, gewiss. Als Mensch, der du bist. Noch etwas? Okay. Das Buch bringt die Macht der Tiefe in sich. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft? Achso. Atrophie. Dieser Spruch tötet instantan den Fischerschwarm, der dir am nächsten ist. Er ist auch aus großer Entfernung zu hören. Du musst dich also nicht in der Nähe deiner Opfer befinden. Doch die Population wird sich von diesem Trauma nicht mehr erholen, setze ihn also sparsam ein. Kann man damit auch die großen Fische töten? Ja, als nächstes geht es zum Teufelsgrat. Interessant, okay. Wir brauchen erstmal wieder Geld. Nein! Oh nein, die geben mir immer viel Geld. Bleib hier. Die fange ich mir.
war schon schade. Da leuchtet etwas. Da, die habe ich gesucht. Wir brauchen Holz. Passt das noch hier irgendwo rein? Bestimmt. Nice. Ja, ist ja gut. Hey, hey, hey. Ah? Ist einfach weg. War dieser Fels schon immer da? Okay, wir müssen langsam mal schlafen, sonst wären wir noch wahnsinnig. ...124, das ist nice. Auch 81. Wow, nicht schlecht. Sehr gut. Jetzt fehlt uns nur noch einmal Schrotte. Der hat leider nichts Neues zu sagen. Schade. Ich sollte wieder fischen gehen. Erstmal schlafen. Das war zwar kein langer Schlaf. Ja, ich würde sagen, wir machen uns auf zum Teufelsgrat, oder? Oder sollen wir uns noch eben das Material besorgen für Metalle? Ich meine, da drüben war noch immer viel Schrott. Aber da müssen wir auch ein bisschen angeln, weil wir brauchen auch Geld, um das herzustellen. Guck mal hier, perfekt. Oh, das war knapp. Wie oft laufen hier eigentlich immer die Schiffe auf? Ich habe hier nicht nur einmal die Wracks geborgen. Neptun ist mit uns. Er schenkt uns immer diese wundervolle Gaben. Schon 14 Uhr, wie schnell mal die Zeit umgeht. Boah. Boah. Das muss dann Schrott sein. Ja, perfekt. Perfekt. Oh, 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 oh. Cool, nochmal. Nice. Dankeschön. Oh mein Gott, jetzt wird es dunkel. Jetzt kriege ich Angst.
Oh mein Gott. Nochmal? Okay, das Spiel will mich hier halten. Ich werde gleich gefressen, ich sehe es kommen. Aber Schrott ist wichtig für Leben. Oh mein Gott. Wo? Warum wurde das plötzlich so hell? Hä? Scheint die mich etwa an? Da hinten fährt wieder das Schiff. Hab ich genau gesehen. So. Nice, es kostet uns nur 350. Wir werden, und nochmal 4 Frachtplätze. 600. Das können wir uns gar nicht leisten. Boah, ist das okay, das dauert eh, bis wir das komplett haben. Aber wir haben schon einiges dafür. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so viel ist. Okay, nicht verkehrt. Haben wir vielleicht noch was im Lager? Tatsache. Nice. Okay, noch 3-mal Holz und 1-mal Schrott. Haben wir noch was zum Forschen, was Tolles? Ja gut, Ding. Ah, da fehlt uns noch ein Forschungsteil. Ah, nehmen wir schon mal mit. Schlafen wir mal. Ich fische jetzt einmal hier alles leer. Damit wir ein bisschen Geld machen. Ich glaube, ich war lange nicht mehr hier. Die Fische, die Population hat sich erholt. Man kann hier richtig viel fangen. Ja. Ausgemägelt. Den Hai nehmen wir mit, weil der verschwindet abends. Das war schon. Wer will das denn essen? Meine Güte. Buh. Trophäe und groteske Makrele. Noch mehr. Ja, das muss sich ja ein bisschen lohnen hier, ne? Ein Aal haben wir uns auch schon lange nicht mehr geschnappt. Lecker.
Oh, schon alle. Okay. Perfekt. Dann fischen wir noch am Abend gleich. Muss sich ja, wie gesagt, lohnen. '361, immerhin. Ich finde, das ging schnell. Und der Tag ist noch relativ lang, es geht so. Aber wir können hier noch ein paar Sachen fangen. Oh, Rochen. Nice. Dieses Schiff, das macht mir ein bisschen Angst. Geben immerhin etwas, muss man sagen. Also so haben wir ein bisschen schon mal vorgesorgt wieder. Und jetzt geht es zur nächsten Insel. Ist ja, glaube ich, nicht so weit weg, oder? Da kommen wir doch schnell hin. Teufelsgrat hört sich auch überhaupt nicht einladend an. Die Delfine wieder, macht mir doch nicht so Angst. Was haben wir denn da? Diese Inseln. Oh, da ist ein Gebäude. Was gehört. Das hier gehört zum Teufel. Oder gehört das auch zum Teufelsgrat? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, ganz ruhig. Warte mal, da sind... Oh, ein Lagerfeuer. Hier haust jemand. Kann ich hier anlegen? Du legst neben einem alten Ruderboot an. Jemand ist hier. Er kauert über sein Lagerfeuer und murmelt vor sich hin. Du nährst dich vorsichtig. Hast du es zurückgeworfen? Ich weiß nicht, wovon du redest. Das Buch. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Ich bilde mir das nicht ein. Du bist es wirklich, oder? Alles in Ordnung? Er wendet sich händedringend ab. Er spricht mit dem Feuer. Er war es und seine verdammte Frau. Sie haben dieses alte Buch zutage befördert, aber etwas, das sich im Nebel verbarg, folgt ihnen. Durch das Boot hindurch. Boom! Der Mann ahmt Explosionsgeräusche nach und gestikuliert mit den Händen.
Der starrt immer noch ins Feuer. Es sieht aus, als würde er einem Kind eine Geschichte erzählen. Es hat zu uns gesprochen. Er sagt, er sei wegen unseres Atems gekommen, dass wir ihn bald nicht mehr brauchen würden. Und dann brach die Dunkelheit herein. Warte mal, das ist der alte Bürgermeister. Okay. Eine Ewigkeit später wurden einige von uns an Land gespült. Er auch. Er umklammerte immer noch das Buch. Wirf es zurück, brüllten wir, während der Nebel das Ufer erreichte. Wir dachten, man könnte es noch rückgängig machen. Was für ein Buch? Silber und Purpur. Das Buch bedeckt von ihrem Blut. Du redest wirres Zeug. Das ist der alte Bürgermeister. Warum? Also ich glaube nicht, dass er wirres Zeug liegt. Erstmal Prost, mein Kaffee ist wahrscheinlich schon kalt. Vor allem ist das Buch, was der Typ da in der Hand hat die ganze Zeit? Und das ist doch bestimmt irgendwas hier. Ich habe mich immer noch nicht informiert. Hundertprozentig was aus dem Cthulhu-Universum. Du redest wirres Zeug. Wirf es zurück! Der Mann presst die Augen zusammen. Er kämpft mit dem Tränen. Seine Stimme wird zu einem Flüstern. Bitte, die Leuchtturmwächterin, sie hat es gesehen. Sie weiß, woher es kam. Wohin es gehen muss. Okay, erzähl mir mehr über dieses Buch. Silber und Purpur. Er winkt sie vor und zurück, während er in die Flamme starrt. Silber und Purpur. Was hast du gesehen, alter Mann? Godzilla. Es verbirgt dieses unheilvolle Ding. Es ist böse. Hast du es nicht gespürt? Was hat die Leuchtturmwächterin damit zu tun? Sie hat alles gesehen an diesem katastrophalen Tag. Bitte sie. Bettle sie an. Sag ihr, dass ich... Er bricht ab, sein Gesicht verzerrt vor Gram. Oh mein Gott. Okay. Das macht mir schon ein bisschen Angst wieder. Was haben wir denn hier? Oh! Hat der Bürgermeister etwa was Nettes hier gelassen? Eine Dublone. Cool. Gold ist immer gut. Gold, das macht mich immer froh. Ja, wir werden reich. Auf der Seemann. Größter Teich, auf den ich fahr. Was ist hier? Sieht aus wie ein Vulkan, kann das sein? Oh mein Gott. Ja, ich gehe ja hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier ist auch ein Vulkan. Ich glaube, ich schlafe heute nicht allein. Ich bleib bei dem verrückten alten Mann. Kann ich hier Sachen direkt ins Lager packen? Nee, schade, okay. Wir hatten ja auch noch was in der Kajüte und zwar... Ich leg mal hier an, bevor mich irgendein Monster anspringt. Wir hatten doch noch Nachrichten hier. Zerfledderte Quittung. Goldschmied und Sohn, Nummer 27 Kleinmark. Die Summe von 50, boah, meine Augen sind so schlecht, $50.00 für eine silberne Halskette mit Smaragden in silbernen Fassungen erhalten. Bemerkung, weitere $3 für eine Gravur auf der Rückseite der Fassung veranschlagt. Kunde will morgen wiederkommen, 23. Dezember, und das Schmuckstück abholen. Der Text der Gravur lautet... Für Jay meinen leuchtenden Stern. Oh. Es fühlt sich an, als wäre es schon Jahre her, dass mir zum letzten Mal warm war. Ich erwarte nicht, dass er schreibt. Ich will nur das Gefühl haben,
dass er hin und wieder an mich denkt. Die nächsten Zeilen sind verschmiert. Er muss zurückkommen. Mehr wütendes Geschmiere. Ich habe ihm noch einen Brief geschrieben. Es wird der letzte sein. Oh mein Gott. Okay, meine Damen und Herren, das war's mit dieser wunderbaren Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und gehen dann mal den Teufelsgrat an. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich hoffe nicht wieder so ein ekliger Sumpf. So, das war's von mir. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.